Für jeden 16-Jährigen und jede 16-Jährige ist das Bike einfach ein Traum. Nach kurzen Startschwierigkeiten haben wir es dann auch geschafft. Boah, 96, du, auch krass, die alte, finde ich sehr schön. Aber Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht schon, ich bin mal wieder auf der WR unterwegs. Was auch sonst. Ja, oh, es ist grün, ich muss los. Im letzten Video waren wir an einem Ort, wo viele Autos unterwegs waren. Und deswegen dachte ich mir, war mal wieder genug Auto, genug Go-Kart-Content, da muss mal wieder das Motorrad her. Ja, Leute, und heute befinden wir uns mal wieder auf dem Weg zu einer bekannten Person, beziehungsweise zu einem bekannten Ort, wo wir schon das ein oder andere Video verfasst haben und auch mit der ein oder anderen Person das Video gedreht haben. Ja, ihr könnt schon im Titel sehen, ich fahre heute eine Supermoto 125er. Von den Viertaktdingern her ist das so meine Favorite Supermoto, muss ich sagen. Also als ich 125er gefahren bin, war das so meine Favorite Supermoto von den Viertaktteilen her. Und heute fahren wir die einmal für euch und testen die einfach ein bisschen. Und ja, Leute, irgendwie dreht sich mein ganzes Video immer nur um diesen Platz hier. Irgendwie bin ich immer hier. Egal welches Video ich drehe, es läuft immer darauf hinaus, dass ich hierher komme. Ich glaube, da steht der Bube. Leute, der ein oder andere schlaue Fuchs hat schon erkannt, wer es ist. Leute, Lukas kennt ihr noch? Und normalerweise war der junge Bursche hier auf einem blauen Piaggio Ciao, war es, ne? Piaggio Ciao Mofa unterwegs. Aber Leute, der junge Mann, er ist erwachsen geworden. So mehr oder weniger, ne? Also, er hat was Feines mitgebracht für dieses Video, Leute. Und zwar eine Beta RR 125 LC. Aber welches Baujahr? 2019. 2019, Leute. Die ist so sexy, ne? Die ist so sexy, ne? Da kommen wir gleich drauf zurück. Aber als allererstes muss ich erstmal den ND-Filter abnehmen. Wie geht's dir, mein Freund? Hello. Gut, alles klar. Viele feiern die Beta RR 125 LC ja relativ krass. Ich finde die auch sehr cool, muss ich sagen, als 125er. Die sah immer geiler aus, die sah mehr nach Supermoto aus und auch einfach mehr nach so Motorrad einfach, weißt du? Sehr, sehr sexy. Hast du irgendwas verändert? Hm, auch schön in Rot, das gehört sich so, Leute. Kettenrad auch in Rot, sehr schön. Oh, stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das sieht viel geiler aus. Fahr gleich mal eine Runde einmal durch die City. Und dann würde ich sagen, düsen wir nochmal schnell zum Spot, dass ich nochmal 0 auf 100 und so machen kann. Endgeschwindigkeit. Ja, das lernt er. In 2 Wochen, sage ich. 2 Wochen noch, dann lernt er das. 2 Wochen kontinuierliches Training und du kannst es hiermit perfekt. Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Und wir sehen uns gleich auf dem Bike. Oh, Leute, Alter, die Bremse, die greift aber straight up, ne? Leute, Alter, die Bremse, die greift ja, ne? Wenn du hinten bremst, auch vorne. Der hat ja dieses Combined Brake System, Alter. Boah, die fährt sich so nice, ne? Die fährt sich echt so Hammer. Ja, Leute, hier befinden wir uns jetzt auf der Beta R 125 LC. Keine Angst, ich mache nachher auch nochmal... Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit, weil ich, wenn ich guck mal, wenn ich vorne hinten bremse, ja, ich nehme die Hand vorne weg, dann geht die vorne rein. Weil ihr müsst euch vorstellen, die hat so ein Combined Brake System, dass wenn du hinten drückst, dass du vorne mitbremst. Ich weiß noch nicht ganz, was das soll, aber naja. Boah, ich fühle mich wieder wie als wäre ich 16. Ich hoffe, die Reifen sind ganz gut warm gefahren. Oh, was die Kurvenlage auch angeht, ne? Echt ein Traum. Was geht denn da ab, Alter? Oh, so ein Foodtruck-Festival, Alter. Leute, ich finde das Ding einfach, ich weiß nicht. Als ich 125er gefahren bin, habe ich viele Leute darum beneidet, dass sie eine Beta hatten. Ich hatte am Anfang auch die Chance, mir eine Beta zu holen, aber dann wollte ich doch irgendwie die Aprilia haben, weil ich Supermoto dann doch cooler fand und Beta hätte ich halt ein Enduro gehabt, ne? Aber auch schon für eine 125er der Sound von dem Ding, ne? Und ich meine, das hier ist, glaube ich, noch ein Baujahr, wo du den DB-Killer rausnehmen kannst. Das werden wir gleich auch nochmal machen, aber nicht in der Stadt, sondern am Spot. Die fährt sich so agil und die ist so leicht, das Fahrwerk ist Hammer. Nur, dass diese Bremse, die, guck mal, ich bremse nur hinten. Ich bremse nur hinten, die geht vorne komplett rein. Leute, ich bin gespannt aufs T-Shirt-Wetter, wenn man mal wieder im T-Shirt Motorrad fahren kann, was man nicht tun sollte, ne? Tragt immer Schutzkleidung, Leute, aber... Stoppies kann man damit anscheinend auch machen. Und Leute, das Coole an der ist halt, die kann man wirklich gut in Wheelie ziehen, ne? Es gibt viele 125er zurzeit. Bei denen geht das echt gar nicht mehr so krass. Aber ihr könnt hier sowohl im zweiten als auch im ersten. Ihr kriegt
man easy hoch. Ja. Ich will es jetzt nicht so krass probieren, weil es nicht mein Bike ist, aber ich habe gerade Zero Input gegeben und nur so ein ganz klein bisschen nach hinten geworfen im zweiten Gang und die ging astrein hoch. Ich weiß nur nicht, ob dieses Combined Brake System, ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen irritierend ist, wenn man dann Wheelies fährt. Die sieht halt auch einfach sexy aus. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt im Spiegelbild da sehen könnt, aber die Karre ist einfach sexy. Ich kann es nur tausendmal wiederholen. Sagt jetzt mal, wie es ist. Ja, ihr sollt das nicht auf der Straße machen, aber für die gibt es ja auch irgendwie so einen Tuning-Krümmer oder sowas. So ein Tuning-Krümmer und irgendein Kabel, was ihr hier durchschneiden müsst. Das haben irgendwie alle gemacht, als ich 16 war. Dann kann man irgendwie, was weiß ich, 19, 20, 21 PS mit der Karre haben oder so. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, dass ich heute schon mal lang gefahren bin. Leute, wie gesagt, wir fahren gleich auf jeden Fall nochmal zum Spot. Da werden wir die Karre nochmal auf Herz und Nieren testen. Das kann ich jetzt hier in der Stadt natürlich leider nicht machen. Für jeden 16-Jährigen und jede 16-Jährige ist das Bike einfach ein Traum. Kann man so sagen. Würde ich so direkt unterschreiben. Ja. Das Ding fährt sich im Straßenverkehr echt sehr hammer, muss ich sagen. Sehr wendig, sehr geil. Was hast du dafür ausgegeben? So ungefähr, was kostet so ein Ding? Ich habe 3,5 bezahlt. Also Leute, für 3,5 kriegt ihr eine solide Supermoto. Ihr könnt die natürlich auch neu kaufen, dann kostet die irgendwie 4, 7 oder so, vielleicht auch 5 mittlerweile. Also wirklich echt ein sehr, sehr nices Bike für einen 125er, muss ich sagen. Auch der Sound. Wie gesagt, wir nehmen gleich auch nochmal definitiv den DB-Killer raus, aber am Spot. Leute, lasst es nochmal kurz auf euch wirken, so. Auch, ich finde es auch gut, for real, dass es keine Speichenfelgen sind. Dass diese Gussfelgen sind. Leute, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir fahren zum Spot und testen die Karre auf Herz und Nieren. Ich muss einfach tanken, Karre ist gerade schon ausgegangen. Ich fahre auf den letzten Tropfen, ist mir gerade aufgefallen. Stell daneben, junger Mann, ich spendiere dir eine. Dafür, dass ich hier deinen Sprit verfahren darf, ist ja gerade nicht so teuer. Immer schön abtropfen, ne? Bruder, mir ist eben was aufgefallen beim Fahren. Ich meine, die Leute können sich da ihre eigene Meinung zu bilden und Geschmäcker sind verschieden so. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr als die schönste Supermoto bezeichnen würdet. Ich finde, das ist die schönste 125er Supermoto von den Viertaktern. Mir ist gerade eine Fliege in den Mund geflogen. Also Leute, ich werde mich jetzt auf die Straße da vorne begeben und ich werde mal für euch den Topspeed ausprobieren. Seid gespannt, ich bin selbst ein bisschen gespannt. Huh, 107 waren es, glaube ich, oder? Aber mehr kam da auch irgendwie nicht. Top Speed, was hast du maximal Top Speed gemacht? Steht im Display, oder? 119. 119, also Leute, ich habe Scheiße gelabert, er ist schon mal 119 damit gefahren. Das hast du auch selber gemacht. Ja. Was für Bedingungen, bergab? Geradeaus. Geradeaus. Er macht einfach Wheelies mit meiner Karre, wie geil. Und ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht mehr lang. Wir machen jetzt das, worauf ihr gewartet habt. Wir nehmen jetzt den DB-Killer raus und hören uns den Sound von der Karre hier nochmal an. Aber erstmal fahren wir noch eine Runde Offroad. Und ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht mehr lang. Wir sind bereit, uns den Auspuff anzuhören. Ich würde sagen, du gibst mir erstmal ein paar Soundchecks mit DB-Killer. Ich muss halt ehrlicherweise sagen, das klingt schon sehr nice. Für einen 125er sehr nice. Jetzt ist der DB-Killer draußen. Ich muss gleich mal einen Flyby machen. Aber erstmal gönnen wir uns den Sound so. Klingt halt viel dumpfer, ne? Also man merkt halt, dass er direkt einfach gar keinen Gegendruck mehr hat, was hinten den DB-Killer angeht. Einfach sexy. Es hört sich einfach gut an. Es hört sich einfach gut an für einen 125er. Aber dürft ihr halt so nicht fahren im Straßenverkehr, ne? Lalalalalala. Klingt so nice, ne? Also für einen 125er, ne? Es klingt so ehrenlos für einen 125er. Und jetzt noch Offroad. Alle Leute, Offroad geeignet ist hier auf jeden Fall auch.
und Stoppie geeignet auch. Leute, das Bike ist einfach als 125er unnormal nice. An sich sind das echt solide Bikes und echt ziemlich nice Bikes, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Bike habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, wir üben jetzt noch ein bisschen Wheelies und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, danke, dass du dabei warst. Ciao.